wieder zu Deutsch mit Katja. In diesem zweiten Teil werden wir also die drei anderen verbleibenden Verben sehen. Die lauten eigentlich sollen, wollen und mögen, ja? Also beginnen wir mal mit dem vierten Verb, der lautet sollen. Also sollen hat eigentlich zwei Bedeutungen. Erstens ein Pflichtgefühl bzw. eine moralische Pflicht, okay? Dann zweitens haben wir einen Ratschlag geben. Also moralische Pflicht, im Französischen sagt man le devoir moral. Und ein Ratschlag geben, das heißt conseiller, okay? Je te donne un conseil. Ich rate dir, etwas zu tun bzw. etwas zu vermeiden, okay? Nehmen wir ein paar Beispiele jetzt. Erstens, mein Vater sagt mir, hilf den armen Leuten. Also hier in diesem Fall, wir können diesen Ausdruck mit Hilfe ja, von sollen ersetzen. Es wäre also, mein Vater sagt mir, du sollst den armen Leuten ja, helfen. Oder ich persönlich, ich sage, ich soll den armen Leuten helfen. Ja, das ist mein Pflichtgefühl. Ich fühle, als, ja, als wäre das ja, benötigt oder ja, ich bin gezwungen, das zu erledigen. Ja, so ganz einfach. Zweitens, wenn wir einen Ratschlag geben, ja, oder jemandem einen Ratschlag ja uns gibt, beziehungsweise mein Arzt. Mein Arzt gibt mir den Rat, diese Medikamente zu nehmen, ja. Also mein Arzt sagt mir, du sollst deine Medikamente oder diese Medikamente nehmen, beziehungsweise ich soll diese Medikamente nehmen. So ganz einfach. Und jetzt das Verb wollen. Das hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die Absicht haben, das heißt avoir l'intention im Französischen. Und dann zweitens den Wunsch haben, c'est avoir un espoir. Okay? Als Beispiel dafür, erstens, Melissa hat die Absicht, sein Abitur zu bestehen. Und dann zweitens, sie hat immer den Wunsch, nach Deutschland zu reisen. Also statt zu sagen, sie hat die Absicht zu und ja, sie hat den Wunsch zu, kann man ja diese zwei Ausdrücke mit wollen ersetzen. Zum Beispiel, Melissa will sein Abitur bestehen oder sie will nach Deutschland reisen. So ganz einfach. Endlich haben wir das Verb mögen. Also mögen hat auch zwei Bedeutungen. Erstens, die Lust haben. Im Französischen sagt man avoir l'envie. Okay, die Lust, c'est l'envie. Zweitens, etwas gern haben. Das heißt, j'aime quelque chose. Okay, also als Beispiel dafür. Erstens, ich habe keine Lust, ins Kino zu gehen. Dann zweitens, ich habe Musik gern. Ja, also diese zwei Ausdrücke, ich habe keine Lust zu oder ich habe etwas gern, diese zwei lange Ausdrücke kann man ja mit mögen bzw. möchten ersetzen. Es wäre also erstens, ich mag nicht ins Kino gehen bzw. ich möchte nicht ins Kino gehen. Ja, also hier, ich habe ja, Sie bemerken, dass ich die Negationspartikel nicht hingefügt habe. Ja, weil ganz einfach, ja, wir haben, ich habe keine Lust, ja. Wenn ich, ich habe Lust, ins Kino zu gehen, ja, geschrieben habe, dann es wäre, ich möchte ins Kino gehen, ja. Aber hier, ich habe keine Lust, okay? J'ai pas l'envie. Also, ich möchte nicht. So ganz einfach. Dann zweitens, ich habe Musik gern. J'aime la musique. Oder ich habe dich gern, ja? Es wäre also, ich möchte Musik hören oder ich mag Musik. So ganz einfach. Also, das waren also die Bedeutungen der Modalverben im Großen und Ganzen erklärt, im Allgemeinen. Also, jetzt sehen wir uns ein paar grammatikalische Strukturen bzw. die Konjugation der Modalverben. Also, das war alles und ich hoffe, dass mein Video hilfreich für euch war und ja, dass Sie was Interessantes erfahren.
Ich hoffe also euch allen viel Glück beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!